Grüezi miteinander und herzlich willkommen bei Weingeschichte. Dona Chiara ist eine besondere, wertvolle Entdeckung. Sie verstehen Spitzewein durch Spontangärung herzustellen. Auch die Region Campania ist ein Schatzkasten antiker und autochthonen Rebsorten. Aglianico ist eine der bekanntesten von denen und wird heutzutage im Gebiet Basilicata und Campania abpflanzt. Ringsum Neapel erstreckt sich das Gebiet Campania und Vulkanböden, Meer und Berge verleihen in diesen Weinen speziell vielseitige Aromatik und starke Charaktere. Aglianico, spontangärig, südliche Verhältnis, Vulkanböden, das sind so die Merkmale, wo von dem Wein man merken sollte. Und das degustieren wir jetzt. Farbe. In der Farbe ein Satz Rubinrot mit ganz feinen Saum Granatrot-Reflex. Also ganz klein, ein bisschen braun. In der Nase. Breit, opulent breite Aromatik. Flume, Kompott. Würzig, röstig. Pfeffernoten. Sapore di Tè, also Teere, ganz feinen, leichten Teergeschmack und ganz, ganz fein. Animalisch. Im Gaumen. Der Gaumen hat so einen mittelkräftigen Auftakt. Säure und Gerbstoff sind sofort präsent, sehr angenehm präsent, eine leichte, zart-bittere Note und einen mineralischen, kräftigen Abgang. Eigentlich ein harmonischer Wein mit Potenzial widerspiegelt Ziel vom Süden. Aglianico IGT Campania, Jahrgang 2007. Der Wein ist auf der Höhe und hat noch Potenzial. Ein 13-jähriger Wein, sensationell, für 17,50 Franken bei weingeschichte.ch. Und dieser Wein ist ein Geheimtipp von mir. Wenn Sie diesen Wein getrunken haben, können Sie sogar nachher italienisch. Viel Spass mit dem Wein und viele gemütliche Stunden. Herzlichen Dank, ade miteinander.